Zum Sommerausklang und als Wahlauftakt der SPÖ des Bezirkes Mödling lud Nationalratsabgeordneter Hannes Weninger nach Vösendorf. Ich möchte euch sehr herzlich zum Sommerempfang der SPÖ-Bezirksorganisation Mödling hier im Stadl in Vösendorf begrüßen. Wenn er ruft, kommen alle, sogar der Klubobmann. Ja, selbstverständlich. Er ist einer der wichtigsten Abgeordneten in der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion. Ich habe die Einladung mit großer Freude angenommen. Wenn Hannes Weninger ruft, kommen wir alle gern. Er ist natürlich ein Promoter hier im ganzen Bezirk Mödling. Und besonders schön ist es hier im Schloss, in dem ganzen Ambiente. Leider ist das Wetter heute nicht so schön, aber wir werden uns trotzdem einen schönen Abend machen gemeinsam. Ich bin sehr gerne gekommen. Ich bin ja eigentlich ein sehr treuer Gast beim Hannes. Er ist ein liebenswerter Mensch, ein guter Freund von mir und ein sehr erfolgreicher Politiker. Und ich glaube, das ist genau das, was ausmacht und das, was wir jetzt auch brauchen, um auch in Zukunft wieder einen roten Kanzler zu stellen. Ich glaube, dass der Hannes schon seit langem in unterschiedlichen Funktionen, jetzt seit längerer Zeit als Nationalrat, hervorragende politische Arbeit macht, aber auch ein sehr, sehr guter persönlicher Freund ist. Und diese Kombination ist einfach eine gute Voraussetzung, dass wenn man einlädt, wenn man ruft sozusagen, dass diesen Ruf sehr, sehr viele Männer und Frauen und auch Kinder folgen. Hannes Weninger ist nicht nur ein Kollege, sondern ein ganz, ganz lieber Freund, der wirklich motivierend ist. Und deswegen bin ich gern gekommen. Hannes Weninger ist ein Mann, der die Wirtschaft aktiv unterstützt und das nicht nur vor der Wahl. Hannes Weninger ist jemand, der wirklich für die Wirtschaft da ist in der Region. Und wir schätzen das und der Wirtschaftsverband hält in dieser nächsten Zeit ganz stark zu Hannes. Natürlich ist dieses Mal das auch irgendwie ein Auftakt für die Wahlwerbung im Bezirk Mödling und im Wahlkreis Wien Umgebung. Und die Stimmung ist eine sehr gute, also auch die Möglichkeit zu motivieren. Ich glaube auch, dass viele Gäste gezeigt haben, dass der Wahlkampf der Sozialdemokratie wirklich in Schwung kommt und wir werden das auch bei uns in der Region, im Wahlkreis auf die Beine bringen und Motivation ist immer wichtig. 4 Wochen Wahlkampf, ein relativ kurzer Wahlkampf, ist er aber umso härter für Sie? Nein, und ich denke, 4 Wochen ist, wie Sie zu Recht sagen, kurz, aber ich glaube, es ist ausreichend, um darzustellen, wofür man gearbeitet hat und warum man gewählt werden will und es ist vor allem auch, denke ich, bei den Wählerinnen und Wählern recht gut, wenn der Wahlkampf nicht zu lange dauert. Letztendlich sind wir ja schon seit Wochen unterwegs. Natürlich geht es jetzt in die Intensivwahlkampfphase und wir wollen die nützen und holen uns heute auch bei diesem Gemeinschaftsfest, das ja auch mein Wahlkreis ist, die nötige Kraft und die Ausdauer, die wir aber auch haben werden. Ich denke, politisch Verantwortliche, und ich sage es gerade für die sozialdemokratischen Freunde, die laufen das ganze Jahr und laufen 5 Jahre. Wir sind seit Anfang Juli spätestens im Einsatz, haben bis jetzt knapp 50 Termine in Niederösterreich abgespult und werden das genauso weiter fortsetzen mit an die 60 Terminen, die noch kommen werden. Ja, ich bin sehr glücklich, dass sehr viele Freundinnen und Freunde immer wieder der Einladung folgen. Es ist irgendwie in den letzten Jahren zu einem Fest geworden, wo man Dankeschön sagen kann bei zahlreichen Mitarbeiterinnen, Ortsorganisationen, bei der Wirtschaft, bei den Vereinen, Institutionen und vor allem die Kolleginnen und Kollegen, die auch tatsächlich Tag ein, Tag aus da sind. Und ich glaube, das ist ein gelungenes Fest geworden.